Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zu diesem heutigen Video, in dem ich nochmal so ein bisschen über die allgemeine Situation, die wir zurzeit haben, sprechen möchte und was mir persönlich auffällt. Zum einen fällt relativ extrem auf, dass die Medien wieder sehr einseitig berichten, sehr schnell Schuldige finden oder Phänomene finden, die an etwas schuldig sind, sich aber nicht wirklich mit den Ursprüngen der ganzen Geschichten, ja, da sich da nicht rantrauen, das aufzuarbeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Alles, was im Moment passiert, hat eine Vorgeschichte. Teilweise ein paar Wochen, ein paar Monate, manchmal auch Jahre oder Jahrzehnte. Im Rahmen der aktuellen Geschehnisse ist auch sehr, sehr viel in Vergessenheit, ins Hintertreffen geraten. Zum Beispiel höre ich nichts mehr über den Palästina-Konflikt, Gazastreifen, höre ich nichts mehr von. Ich höre nichts mehr über die Vorkommnisse in Jemen. Ich höre über verschiedene andere Sachen nichts mehr. Unabhängigkeitsbewegungen in verschiedenen Ländern und. Da hört man nichts mehr von. Also auch so andere Situationen vollkommen überblendet. Oder hört ihr noch was von gewissen Sachen, die so eingeführt werden sollten? Hört ihr was von dem, was in unserem Finanzsystem drinsteckt? Hört ihr was von verschiedensten anderen Krankheitsbildern, die Probleme in der breiten Gesellschaft bereiten? Das sind ganz viele Sachen, die in der Öffentlichkeit kaum noch stattfinden, die überblendet, überschattet werden, vielleicht auch mit Absicht in Vergessenheit oder ins Hintertreffen geraten. Das ist die Frage, die man sich dabei stellen muss. In NRW haben wir demnächst Landtagswahlen. Ich bin echt gespannt, was da so in nächster Zeit passieren wird. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie diese Wahl denn ausfallen wird. Weil wenn ich jetzt so in die Historie gucke, die letzten Koalitionen, die wir hatten, waren eigentlich immer schwarz-gelb oder rot-grün. Also ist dann interessant, dass sie teilweise mit ihren eigenen Versäumnissen versuchen, jetzt Wählerstimmen zu fangen. Aber das ist eine andere Geschichte. Das kennen wir ja nicht. Kennen wir ja nicht anders. In jedem Fall steht auch NRW vor einem großen Wandel. Es ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Und die Entscheidungen, die in NRW bzw. in Düsseldorf im Landtag getroffen werden, betreffen ca. 17 bis 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen. Und es ist eigentlich auch immer, dass man ja, sich wirklich fragt, ist den Menschen eigentlich bewusst, dass wir im Moment in der Lage sind, die uns ähnliche Zustände wie zwischen und nach dem Krieg, also zwischen den Kriegen und nach dem Krieg bescheren könnten. So Energie, dunklere Wohnungen, kalte Wohnungen, leere Regale, all sowas kann, je nachdem, wie sich das jetzt weiterentwickelt, in nächster Zukunft auf uns zukommen. Lassen wir uns überraschen. In jedem Fall kann ich nur anraten, ab und an mal eine Dose mehr noch zu kaufen, ein Sechserpack Wasser mehr mitzunehmen, dass man einfach nochmal für 2, 3 Tage zusätzlich Nahrungsmittel zu Hause hat und man nicht unbedingt in die Situation kommt, dass man nachher panisch wird, weil es gar nichts mehr gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist vielleicht geringer, als es manche einschätzen. Nur die, ja, Amerikaner haben da ein Sprichwort: Get ready for the worst and pray for the best. Und genau das sollten wir machen. Wir sollten uns aufs Schlimmste vorbereiten, sowohl von Sachen, die wir bevorraten, Sachen, die wir uns kaufen, als auch vom Mentalen her. Aufs Schlimmste vorbereiten, aber aufs Beste hoffen. Und lieber Sachen haben und nicht brauchen, als umgekehrt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt losgehen sollt und jeder von euch sich noch 50 Liter Sonnenblumenöl in den Keller legt. Gut, das lassen wir lieber mit dem Diesel und so. Ne? Ja, in jedem Fall wird die nächste Zeit ein Live kommen, wo wir nochmal ganz explizit über alternative Energien sprechen werden. Über Pflanzenöl, über Solar, über verschiedenste andere Geschichten. Und da werde ich das genaue Datum zu dem Live noch bekannt geben.
Das wird aber in den nächsten 2, 3 Wochen wird der stattfinden. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wenn ihr das Video seht. Bis zum nächsten, euer Mike.